Ach, hallo. Hier kriegen wir bestimmt gut glatt, oder? Flächendeckendes Feuer. Was? Okay. Geht. Was haben die denn so? 12? 12 geht. Die kriegen wir, glaube ich, gut platt. Metall, Clown, Klinge, Zahn. Was? Die werden wahnsinnig. Drexio, mach deinen Job. Terrier in meinen Stiefeln, na klar. Ich will die einfach nur möglichst schnell platt machen, glaube ich. Aufwärts hieben. Mhm. Abstechen. Na toll. Ah, fuck. Das war böse. Ach je, was für ein entzückendes Begräbnis. Die Adresse von Pronummeral. Selbstsüchtig. Nein. Ich bin das Rückgrat dieser Einheit. Na klar. Da hast du damit irgendwie recht. Also nein, nicht das Rückgrat, aber der Tank. Verdammt. Null. Ausgerechnet jetzt. Die Blutigen werden nichts mehr zu saugen haben. Ja, bald. Ich sehe schon. 3. Immerhin. Verdammt, die Teilung. Für ihn kann ich nicht so viel tun. Mach ihn alle. Yeah. Heilen. Ach so, Blut ist vorbei. Na gut. Yeah. Ihm geht's wieder besser. Er weicht aus. Verdammt. Oh. Injury and despondence set the stage for heroism. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nur noch einer. Heil dich selbst. Oh, gut. Wow, geil. Was ist das denn? Armreich der Vergeltung. Und 20% Widerstand gegen Krankheit. Geil. Das ist cool. Das war hart. Er sieht nicht gut aus mit uns. Und es wird duster. Halt, können wir ein. Haben wir nicht noch Lagerfeuer? Nee. Ihr sollt alle mich flankieren und beschützen. Klar. Hunger. Hm, tja. No force of will can overcome a failing body. Scheiße. Standhaft. Ah, geil. Scheiße. Scheiße. Und gleich geht's in die Düsternis. Muss der nicht. Ja, der muss nach vorne. Fuck, 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 fuck. Oh mein Gott.
Da oben leuchtet noch was. Mal gucken, wer kann den gut heilen jetzt gerade. Ah. 60%. 90. Entschärft! Ja! And now, the darkness holds dominion. Black as death. Oh ja. In der tiefsten Schwärze. Oh mein Gott. A hand's breadth from becoming unwound. Ich möchte Rückzug machen. Ja. Das ist der beste Schachzug für mich. Hau rein. Heilung? Kann sich nicht selbst heilen. Ich weiß nicht, wen ich nehmen soll. Ich brauche beide. Das ist meine Angreifer. Oh, fuck. Shit. Boy. Wir haben noch keinen Schaden gemacht. Das war zu viel für uns. Teetering on the brink, facing the abyss. Ich glaube, das Gefühl, die gingen gleich alle drauf. Scheiße. Fuck, ey. Fuck, fuck, fuck. Ich glaube, ich muss auf Drake Zero verzichten. Fuck, ey. Ist Teil meiner Strategie. Fragen unerwünscht. Klar. Nein! Immerhin. Oh, das ist ein Stepptanz hier. Jetzt nochmal, komm, hau sie weg. Hau sie weg. Ja. Boy. Boy. Nein. Gut. Ja. Boy. Nein. Was machst du? Boah. Verdammt, ey. Abwehr. Hätte ich stärken können. Das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Nein. Was? Komm schon. Tickli, tickli. Alter, vom Berge des Wahnsinns war das ein Spruch. Sagen normalerweise nur Pinguine oder sowas ähnliches. Mehr verrate ich dazu nicht. Also nein, nicht ähnlich, aber etwas, was du nicht kennenlernen willst. Juhu. Mist.
Ach je, himself. Was ein entzückendes Begräbnis. Ja. Der auch noch. Ausfällig. Tret mir noch einmal in den Hack und ich werde euch aufspießen. Halt die Klappe und kämpf. Ich weiß, ich könnte es schaffen. Den Dungeon. Ich muss nur 90% der Schaffung. Ja. Wenn ich jetzt zurückgehen kann, dann gehe ich zurück. So clearly in ja, wir gehen ins Dorf. Geil. Wir haben es geschafft. Wir kriegen... Das ist gut. Ich muss das ersetzen. Okay. Erbstücke sind mir wichtiger als Gold. Ja, dann würde ich sagen, ab zurück. Es ist bitter nötig. The shifted corridors and sloped walls of our ancestry are beginning to feel familiar. Richtig viel Geld, geil. Boah. Und wir haben aber den Schatz. Geil. Neue Heldenstufe. Ja. Für jede erfolgreich abgeschlossene Quest erhalten deine Helden Helden-EP. Helden-EP bestimmen die Heldenstufe des Helden. Die Heldenstufe steht für die Erfahrung eines Helden und wirkt als direkter Stresswiderstand gegen die Schrecken in den Dungeons. Ach so. Ein Held mit niedriger Heldenstufe, der sich an einer schwierigen Quest versucht, wird schnell unter einem unvorstellbar hohen Stress zusammenbrechen. Aha. Cool. Waschzwang. Schlechtes Gewissen. Okay, Schuldgefühle. Besessen von Sauerkeit. Furcht vor Menschen. Plus 15 Stressschaden gegen Menschen. 10 Präzision gegen Menschen. Ruindieb. Erkunden den Ruin. Das ist schön. Boah. Oh, das war echt anstrengend jetzt. The degeneracy of the Hamlet is nothing, I fear. When compared to the condition of surrounding acres. Okay. Was ist hier passiert? Ariana feels sadded and relaxed after the night among the cushions. Na gut, hat aber irgendwie hingehauen, denke ich. Schenkt sich noch etwas ein und will die Bahn nicht verlassen. Aha. Na gut. Nicht mehr ausfällig. Juhu! Stark, fühlt sie. Nadine fühlt sich stark und mächtig, nachdem sein Körper auf seine Kosten kam. Yeah. Was hat die denn eigentlich gemacht? Kloster. Hat sich gegeißelt, den Stress um 81 verringert und ist nicht mehr verzweifelt. Juhu! Hat nach einem Ausbruch der Emotionen und einer nach größeren Spende 100 Goldmünzen verloren. Was? oh mein Gott, aber Stress abgebaut. Gut. Erleuchtung erlangt. Neuer Tick erleuchtet. Ja. Wir würden im Dorf nur meditieren, ist in Ordnung. Selbstsüchtig. Nicht mehr gut. Waldläuferin freigeschaltet und Nomadwagen wurde freigeschaltet. Okay. Stufe 2, geil. Gucken. Klasse Stressstufe. Wir haben jetzt ein Dismas haben wir jetzt auf Stufe 2. Voll geil. So, müssen wir die jetzt mal wieder. Ja, Dismas brauchen wir auf jeden Fall wieder. Das ist noch der von ganz von Anfang, ne? Davon durfte ich ein Glücksspiel teilnehmen. Okay. Mal gucken. Die ist immer noch da drin. Achso, die wollte ja nicht aufhören. Na gut. Diesmal unbedingt. Okay. Das war auch verbessert, ne? Ja, hier sind schon alle verbessert. Red Zero. Man will sich um alle kümmern und er hat uns auch gut geheilt. Harmony hat uns noch besser geheilt, glaube ich. Würde ich mal so sagen. Das ist ein richtiger Abenteurer, die Harmony. Die ist ja richtig gut irgendwie. Also jede Menge gute Ticks. Auf jeden Fall bewundernswert. Wo können wir die unterbringen? Ist eigentlich egal, ne? Ist die Stadthalle verbessert? Nee.
Wen müssen wir noch unterbringen? Lass mal gucken. Natürlich alle vier. Pronumerei ist auch wichtig. Ich glaube, ich sollte ihn nicht zum Beichten bringen. Dann würde ich den bringe ich Pronumerei hier hin. Immer noch zwei Plätze frei. Harmonie. Oh, Harmonie ist wichtig. Und den hier auch. So. Und da ist unser Geld auch schon wieder futsch. So, was ist das jetzt? Waldläuferin. At home in wild places. She is a stalwart survivor. And a strict instructor. Ich habe eben gelesen, das Verbessern der Waldläuferin erweitert die Auswahl an Lagerfähigkeiten und verringert die Lernkosten. Cool. Verringert die Kosten für den Koffer an Lagerfähigkeiten. Aha. Wie funktioniert das? Nehmen wir mal Pink. Nee, geht auch nicht. Nadine. Hey. Oh, es kostet richtig viel. 1750. Gut, ein bisschen haben wir tatsächlich noch was übrig. Ist aber alles zu. Ich würde sagen, wir tauschen mal was ein, denn das ist cool. Aber wir gucken erstmal einen normalen Wagen. Trinkets and charms gathered from all the forgotten corners of the earth. Oh Gott, 7500! Verringert die Kosten, erhöht die Anzahl verfügbarer Accessoires. Ich glaube, das brauche ich noch nicht. Aber ich Waldläuferin klingt sowas von spannend. Ich glaube, mein ursprünglicher Plan war es, verbesserte Leute hier reinzubekommen. Ja. Schaffen wir jetzt noch nicht, glaube ich. Ich glaube nicht, dass wir... Können wir mal eintauschen. Guck mal, wir gucken einfach mal, ob wir es eintauschen können. Ich denke, ich sollte an dem Plan auch festhalten. Achso, wir brauchen Wappen und Skulpturen oder Köpfe. Wappen. Achso, das ist ein schlechter Tausch. 12 brauchen wir. Dann brauchen wir ein paar mehr. Und Skulpturen. Reicht noch nicht. Vielleicht so und dann. Jetzt haben wir wieder zu wenig. So. Ah, die Bilder sind viel wert. Und 12. Reicht nicht. Wenn wir noch eine Runde machen, dann können wir uns das leisten. Das sind einfach nur 15 Wappen. Ich finde wichtig, dass wir das irgendwie mal erforschen. Ich mach das mal. They must learn more than brutal bloodletting. They must learn to survive. Ja. Finde ich gut. Nadine wäre gut. Ein Gefährte. +10, +10. Abwehr und Präzision. Und das hier. Ein Gefährte. -50% Stressschaden. Wenn sie das noch nicht hat, dann ist das natürlich gut. Achso. Verringert die Kosten. Und ihr könnt noch nichts erforschen. Boah. Boah, na ja, gut, das war gut, dass wir darauf hingearbeitet haben. Verdammt. Scheiße. Ich dachte, das ging nicht. Muskeln alleine reichen nicht.
Helden können nur 4 Lagerfähigkeiten gleichzeitig haben. Was habe ich da gemacht? 50% Heilung, okay. Gut, aber jetzt ist das Geld auch langsam wieder knapp. Jetzt reicht es vielleicht noch für eine Ausbildung oder so. Oder für was Neues. Abwehr. Ne, was war ASW? Ausweichen. Achso. Wow. Für die Heilung. Heilung nicht schlecht, mache ich mal. Ja. Das war's mit dem Geld und unseren Schätzen. Nur hier kriegen wir immer mehr. Was immer das hat, was immer man damit halt macht. Ach so. Muss einem ja gesagt werden. Geil. Dann kriegt man jetzt das richtige Heilerin-Outfit. Hat sie sich verdient. Das ist ja cool. Buch der Entspannung. Gebe ich ihr. Wir gehen sowieso als nächstes mit ihr mit. Blut. Weiß ich gar nicht, wie sie zum Blut steht. Bluten 40% ist eigentlich nicht schlecht. Aber wenn wir noch Sachen haben, dann können wir die auch ausrüsten. Widerstand, Chance auf Bluten. Aha, mit was? Keine Ahnung. So. Voll gut. 20. Oh, gegen Krankheit ist ja auch prima. Krankheit ist noch wichtiger, finde ich, glaube ich. Oder kommt halt auch vielleicht einfach nur darauf an, was man mitnimmt. Also, was man sich so am Anfang ausrüstet. Aber sie kann sich selbst heilen, von daher, ich glaube, Krankheit ist gut. Cool. Das muss man natürlich erstmal wissen. Wen nehmen wir denn sowieso noch mit? Reynolds können wir wieder mitnehmen, das können wir machen. Wobei, geschlossene Räume und so, wow. Reynolds, Alter. Er hat so viel Kram, was ist, wenn er damit abhaut? Ich weiß ja nicht. Kringo. Eigentlich müssen wir mal die Chance nehmen, Gregor mitzunehmen. Aber was macht unsere Heilerin? Ich glaube... Ah doch, die können wir ja mitnehmen. Heilerin nehmen wir mit. Ich weiß nicht. Gregor ist noch auf 0. Eigentlich können wir es machen. Eigentlich können wir... Kann man einen Level 0er mitnehmen. Einen Hund haben wir noch nicht. Wissen von Heiligkeit und Nahkampffähigkeit. Hat er fähig Nahkampf? Nee, überhaupt nicht. Ja, das passt. Der Tick schadet also nicht. Dann, machen wir mal. Wogegen ist er denn nicht so? Krankheit und Schwächung. Widerstände, okay. Können wir mal machen. Schaden, wenn auf erste Position. Das ist kein Mann für erste Position. Gewöhnlich 5% Abwehr und ein Geschwindigkeit. Das ist nicht so toll. Gewöhnlich Tugend. Nur Unhold. Okay. Unhold hatte ich glaube ich noch nicht. Gringo. Ruhig. Besessen von Töten. Ja. der hat viele gute Sachen schon. Ist irgendwo schwach? Ne, eigentlich nicht, aber... Aber ich denke, wir nehmen ihn gleich mit. Von daher... Warte mal, was hat er für Attacken? Fernkampf? Nahkampf? Naja. Mist. Gewöhnlich. Wenn auf Position 1, ja, das bringt mir nichts. So. Geschwindigkeit, okay. Na gut.
Das geht gar nicht bei ihm, okay. Gut. Ah ja, Ariana, was ist denn mit ihr? Nahkampf, Licht unter 25, Stressschaden. Sonst muss ein Stressschaden im Labyrinth. Das ist alles nicht gut, das ist alles nicht gut. Ich glaube, den nehme ich nicht mit. Die müssen wir eigentlich mal heilen. Was kostet es? Boah, kostet das viel. Ne, tut mir leid. Haben wir nicht über. Es ist schwer, sich zu entscheiden. Es ist so schwer. Die hier wollt mal, können wir eigentlich mal mitnehmen. Warte, wir haben Nadine. Wir haben. Ja, Gregor. Ja, ich würde sagen, den nehmen wir mit. Weil er gut. Ach, Elite Lukas noch. Ja, mit dem können wir in den Wald gehen. Und dem. Haben wir seine Sachen verbessert? Ich glaube ja. Ja, stimmt. Ja, dann kriegt er natürlich auch noch einen Gegenstand. Klar. Und der kann in erster Position kämpfen. Zack. Geschwindigkeit. Wie hoch ist deine Geschwindigkeit? 2. Hm, nicht so hoch. Dann lass mal so. Okay, cool. Cool. Core können wir noch was geben. Oh, der ist aber auch krank, ey. Kann sein, dass wir bald welche rausschmeißen müssen, das, wenn die zu krank sind, ne? Aber er hat auch viele gute Sachen schon, ne? Wow, 3 kritische Nahkampf-Dinge sogar. Wo steht denn sein Crit? Crit, da 5%. Was haben die anderen so? 3? 5? 5? 6? Okay. Ne, nicht schlecht. Naja. Der ist schnell. Kann man eigentlich so mal machen. Mehr Abwehr. Ja, haben wir sogar die Sachen alle verbraucht. Cool. Ich würde gerne noch in den Dungeon gehen, aber wir müssen leider aufhören. Meine Platte läuft voll. Und ja. Weitläufer, gibt es da noch was zu tun? Wie ist das mit den Helden hier? Ach, das war ja sehr teuer. Gut. Tja, das war's. Ich danke wieder, dass ihr zugeschaut habt. Und hoffentlich lasst ihr mal ein Like da, ein Abo und einen Kommentar. Ich würde mich darauf freuen. Euer Chris Moore und bis zum nächsten Mal.